Hi Leute, Selat hier. Heute schauen wir uns an, wie man auf der Maschine Plus einen Beat bauen kann, aus einzelnen Patterns sich dann langsam eine Songstruktur aufbauen kann, wie man im Ideas View arbeitet, wie man im Song-Modus arbeitet, für was es den Button Events gibt, Patterns gibt und so weiter. Das schauen wir uns heute in dem Video an. Ich habe jetzt mit CreateCuts und PureDrip für das heutige Video mal einen schnellen Beat zusammengebaut, aus dem wir uns ein Arrangement zusammenbauen. Das Video, in dem diese zwei Experiment-Kits näher vorgestellt werden, das kommt dann im Nachgang. Ich wollte jetzt Tess oder TESS, wie er geschrieben wird, quasi das Video liefern, was er von mir sich gewünscht hat. Und zwar mal den Workflow anschauen vom Arrangement, von der Songstrukturaufbau und so weiter in der Maschine Plus alleine. Und lasst uns gerne mal einsteigen, Leute. Ich habe ja schon mal einen Beat vorbereitet, mehr oder weniger eigentlich einen Loop. Und aus diesem Loop will ich so ein kleines Arrangement mal machen und die Oberfläche von Maschine Plus mal im Groben so ein bisschen erklären für Leute, die da jetzt vielleicht vorher noch nicht so wirklich damit gearbeitet haben oder nur Standalone gearbeitet haben. Da zähle ich mich auch dazu. Ich lerne gerade auch ganz viel dazu in diesem ganzen Ding. Ich spiele mal kurz den Beat ab, den ich mal vorbereitet habe. Wie ihr schon hört, ein ganz smoother Beat. Das Kit, was ich dazu benutzt habe bis jetzt, war CreateCuts und PureDrip. Dazu mache ich nochmal ein gesondertes Video und da sage ich nochmal vielen, vielen Dank an Native Instruments. Und zwar die zwei Expansion Kits haben sie mir zur Verfügung gestellt, dass ich die mal auf dem Kanal vorstelle oder auch mal in meine Videos mit einbinde. An der Stelle vielen Dank. Auch im Hinblick, dass eigentlich mein Kanal eher noch ein kleinerer Kanal ist, der jetzt gerade im Wachsen ist, finde ich super, dass Native Instruments sowas auch auf dem Schirm hat und das quasi auch mal unterstützt, finde ich echt gut. Ich bin jetzt hier im Pad Mode und habe jetzt die Gruppe D ausgewählt und gehe jetzt mal auf Gruppe A. Wenn wir jetzt Gruppe A uns mal anschauen, gibt es da einen Pattern und hier ist im Prinzip auch ein Pattern, wenn wir jetzt zum Beispiel den Beat nochmal abspielen lassen. Dann höre ich den jetzt ja komplett. Aber ich kann jetzt zum Beispiel mit gedrückt Solo, kann ich jetzt hier nur die Gruppe einspielen oder anzeigen lassen, die jetzt hier durchgeht. Und so können wir uns natürlich jede Gruppe mal vorhören. Und in Gruppe D haben wir tatsächlich noch nichts. Gruppe D will ich später dazu nutzen, dass wir quasi die neue Clips-Funktionalität uns mal anschauen. Ansonsten gibt es hier noch den Button Events. Und bei Events, da kann ich mir zum Beispiel, wenn jetzt auch das Pattern selber jetzt über zwei Bars gehen würde, dann kann ich das mir hier auch anzeigen lassen. Ich kann mir hier bei Events zum Beispiel das Pattern genauer anschauen. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel auch in bestimmte Teile reinzoomen. Kann jetzt hier auch quasi in die Vertikale reinzoomen und in die Horizontale kann ich jetzt einfach mal fahren. Das heißt, ich fahre jetzt quasi mit diesem Rechteck und kann dann kleinere Anpassungen machen. Und hier sehen wir jetzt eigentlich schon, dass ich dann über Event verschiebe ich jetzt quasi die ganze Spur. Und weil ich jetzt Grid ausgeschaltet habe, macht er jetzt ganz feine Bewegungen und verschiebt quasi in ganz kurzen Schritten die Chimes, die ich da eingespielt hatte. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Grid gehe und auf Follow, Shift Follow, dann sehe ich schon, wenn das Grid angestellt ist, in was für einem Raster wir arbeiten. Also wir haben jetzt hier ein Sechzehntel eingestellt, wir könnten auch auf ein Achtel, ein Viertel, ein Halb und ein Bar einstellen oder auch komplett aufstellen. Ich lasse es hier jetzt mal auf ein Sechzehntel und gehe jetzt einfach wieder auf Step. Ansonsten kann ich jetzt hier bei Select natürlich sagen Select All und dann kann ich dann hier alles selektieren. Oder aber ich kann jetzt hier zum Beispiel auch die einzelnen Noten durchspringen. Und könnte jetzt hier zum Beispiel nur diese eine Note hin und her schieben. Genau, wenn wir zum Beispiel jetzt, wir hören uns jetzt mal nur wieder die Chimes an. Wenn wir zum Beispiel einzelne Noten nicht nur in die Position links oder rechts verschieben wollen in der Timeline, sondern zum Beispiel die Velocity anpassen wollen, dann können wir das hier über Select, also wenn wir Select wegnehmen, dann wird es jetzt beim Ausgewählten leise werden. Genau. Oder dann dementsprechend halt lauter.
bis 127 geht's hoch. Genau, ist lauter. Ich stelle es jetzt mal hier ein bisschen runter. Springe aufs nächste. Mache da auch ein bisschen mit der Velocity. So. Hier ein bisschen weniger am Anfang. Und hinten wieder ein bisschen weniger. So. Okay. Ansonsten, was wir jetzt hier natürlich auch machen können, dass wir bestimmte Noten, wenn wir jetzt nochmal in Patterns gehen, wir haben jetzt ja zwei tupfergleiche Patterns, wir können die jetzt natürlich variieren, indem wir sagen, beim ersten Pattern, das wir selektiert haben, können wir zum Beispiel hier die Noten rausnehmen. Also diese Chimes habe ich jetzt hier zum Beispiel rausgenommen vorne. Dritten war das. So. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel das Pattern nehme, dupliziere, bin jetzt auf Pattern 2. Und will jetzt hier zum Beispiel mal die Kicks rausnehmen oder die Snare rausnehmen oder die Clap rausnehmen, dann kann ich das zum Beispiel auch im Step Editor machen. Dafür ist es zum Beispiel so, dass ich dann nur wissen muss, was ich jetzt gerade rausnehmen will, da muss ich halt zum Beispiel die Kick gedrückt halten. Wenn ich jetzt hier auf Step gehe, dann sehe ich schon hier, dass hier die Kicks eingezeichnet wurden. Das heißt, hier mache ich jetzt einfach mal die Kicks raus und Position. Genau, spielen wir mal weiter. Schmeiße ich jetzt zum Beispiel die Kicks hier raus und habe jetzt im Endeffekt eine reduziertere Variante von dem anderen Pattern. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel auch bei diesem Percussion Sound das jetzt zum Beispiel in dem ersten Bar von diesen zwei Bars nicht haben will, dann gehe ich jetzt einfach mal hier auf Step, mache die zwei raus. Das könnte man zum Beispiel für sowas wie ein Intro benutzen, dass wir hier zum Beispiel eher so ein Gerüst haben, das mit weniger MIDI-Informationen auskommt, nenne ich es jetzt mal, oder weniger Sounds an sich auskommt und sich dann nach und nach zum Beispiel halt im Arrangement aufbaut. Ich gehe jetzt hier auch nochmal auf Clip Pattern 1, da sehen wir jetzt schon den Unterschied, was da passiert ist. Ich will jetzt aber nochmal ein Duplikat von dem haben, Pattern 3 zum Beispiel. Genau. Und was das Coole hier ist, ich kann die zum Beispiel auch mit Shift Select, kann ich die verschieben. Das heißt, wenn ich jetzt hier sagen will, der dritte hier, das wäre mein Intro, dann kann ich den zum Beispiel vorschieben. Dann habe ich hier Pattern 1 und 3, die dann jeweils ein bisschen mehr Sounds noch drin haben. Pattern 3 mache ich jetzt sogar noch mehr rein, indem ich zum Beispiel wieder auf Pad rausgehe. Und suche mir jetzt hier die Closed Hi-Hat zum Beispiel aus. Wo ich da jetzt in den Step-Mode reingehe, dann kann ich jetzt hier zum Beispiel hier sowas hier reinspielen. Und dasselbe kann ich jetzt hier natürlich auch wieder mit Pattern 3 nochmal erweitern und da jetzt zum Beispiel auch irgendwie Triplets oder sowas noch mit reinbringen oder halt 16 Triplets dann zum Beispiel reinspielen. Gesetzter Fall, dass es uns gefällt, also es ist nicht 100% gut jetzt an der Stelle, aber jetzt für den Zweck, was ich hier zeigen will, und zwar das Arrangement oder das Arrangen an sich in der Maschine Plus, finde ich das ganz gut. Und da kann ich mir quasi hier einfach mal Varianten anlegen.
wenn wir es nachher einfacher haben wollen, um diese Patterns zum Beispiel auch dann später den Szenen zuzuordnen, dann kann man die natürlich hier auch umbenennen. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel auf Pattern 4 gehen und kann jetzt hier über Backspace einfach mal sagen, das wäre jetzt zum Beispiel mein Verse 2 und hier auch das Umbenennen eigentlich mit diesem Drehrad geht echt super fluffig, wie ich finde. Verse 2, Enter. Und hier können wir zum Beispiel den auch umbenennen mit Shift und Rename. So, wir haben jetzt hier gerade uns 5 verschiedene Patterns jetzt in diesem Drum-Pattern an sich angelegt. Damit können wir jetzt natürlich später in unserem Arrangement variieren. Und jetzt können wir vorhin eigentlich noch loslegen und langsam mal unser Arrangement aufbauen. Wenn wir jetzt mal hier in Ideas View reingehen, dann sehe ich hier zum Beispiel, dass ich hier eine Scene 1 habe. Und diese Scene 1, also mit diesen Scenes, baue ich dann quasi nachher meine Songstruktur auf. In der ersten Gruppe lasse ich zum Beispiel mein Intro abspielen. In der zweiten Gruppe habe ich Pattern 1 ausgewählt. Und das kann ich halt alles mit diesem 4D-Encoder machen, was eigentlich ganz cool ist. Und lasse jetzt auch hier in der dritten Gruppe zum Beispiel mein Intro-Pattern abspielen. Und die vierte Gruppe ist eigentlich leer. Können wir theoretisch auch hier leer lassen. Oder aber ich mache da zum Beispiel nachher einen Clip rein, das dann als Übergang von Intro in den ersten Verse zum Beispiel reingeht. Um quasi unsere Pattern-Anlegeaktion hier abzuschließen, ich habe ja hier dieses Verse 2 dupliziert und habe jetzt einen Chorus draus gemacht. Für diesen Chorus würde ich jetzt einfach mal kurz noch ein anderes Element mit reinnehmen, dass man auch merkt, okay, da ändert sich tatsächlich was. Machen wir jetzt hier mal Record an, gehen jetzt hier auf Pad Mode. Habe ich mir das hier mal ausgesucht, dass wir das einfach so mit dazu spielen. Wenn wir das jetzt nochmal ein bisschen quantisieren wollen, können wir es entweder einrasten lassen in die ausgewählte Grid-Auswahl oder wir sagen Quantize 50% mit Shift. Das würde ich jetzt an der Stelle machen und dann sitzt es nicht ganz so starr in dem Grid drin. Wir machen jetzt hier nochmal Record aus, wenn wir jetzt mal auf Events gehen. Dann sehen wir auch hier, dass die Noten natürlich nicht da direkt voll drauf sind. Ein bisschen off, aber hört sich dann auch ein bisschen lebendiger an. Gut, das Einzige, was ich finde, was noch fehlt an der Stelle mit Patterns, wäre so eine Art Pre-Chorus. Und da hätte ich gesagt, nehmen wir uns mal dieses Basic Verse und kopieren uns das mal hoch. Duplicate. Er stellt es dann direkt an der Seite. Aber wir können es natürlich auch wieder frei verschieben, so wie wir es wollen. Das heißt, ich würde jetzt hier Pattern 6 hier hochschieben, benenne es jetzt gleich mal um in Pre-Chorus. Und beim Pre-Chorus, da können wir dann eigentlich bevor es dann in die letzte Bar reingeht, noch ein bisschen mehr von den Instrumenten rausnehmen. Das heißt, die Snare würde ich auf jeden Fall mal rausnehmen. Was nehmen wir noch raus? Die Kicks können wir auf jeden Fall mal rausnehmen. Hier nehmen wir die 2 Percussions noch raus, gehen in Pad Mode, Kick. Genau, und da können wir zum Beispiel nachher auch uns sowas hier zum Beispiel reinsetzen. Weil das können wir eigentlich schon ganz zum Schluss mal reinsetzen, diesen Sound.
Wir kommen jetzt eigentlich schon ins letzte Kapitel in unserem Video, und zwar das Arrangement an sich. Das heißt, wir haben jetzt hier zum Beispiel in Pattern haben wir Intro, Basic Verse, Verse, Verse 2, Pre-Chorus und Chorus uns angelegt. Haben jetzt in diesem Bass-Pattern wirklich nur diese eine Pattern angelegt. Und bei den Chimes oder bei diesen By-Sounds, sage ich jetzt mal, die da mit dabei sind, habe ich jetzt nur ein Intro und ein Pattern 2 angelegt. Aber damit können wir eigentlich schon direkt das auch uns anschauen, was ich zeigen wollte. Das heißt, wenn wir jetzt hier mal in die Ideas-View reingehen, dann hören wir uns nämlich hier von der ersten Gruppe, hören wir dann hier das Intro. Von der zweiten haben wir Pattern 1 eingestellt. Beim dritten gehe ich jetzt auch auf Intro. So, dann haben wir jetzt hier quasi Szene 1, was dann später auch als Intro benannt wird. Und da haben wir im Endeffekt unsere Patterns mal so eingestellt. Wenn wir jetzt hier auf Plus gehen, Scene 2. Und bei Scene 2 gehe ich jetzt hin und in Gruppe 1 mache ich jetzt Pattern 2 rein. In Gruppe 2 mache ich Pattern 1 rein. Hier kann ich zum Beispiel Basic Verse direkt mal einstellen. Pattern 1 bleibt hier mal an. Wenn wir uns das anhören. Dann ist das quasi unser Basic Verse. Und wenn ich jetzt mal hier nochmal ein Plus mache, dann kann ich dann hier rübergehen auf die erste Gruppe, Pattern 2, Bass rein, Verse 1, Pattern 1 anlassen. Auf die nächste, wenn wir schon hier sind, mache ich jeweils, hier kommt Verse 2 rein, genau, Pattern 2, Pre-Chorus, so, und jetzt kommt die sechste Gruppe, und hier mache ich es jetzt auch so, dass ich Chorus hier rein mache, vorne Pattern 2 und haben jetzt hier 6 verschiedene Szenen angelegt. Also, wir sind jetzt hier mit der Ideas View fertig und gehen jetzt auf Shift Song und jetzt bin ich im Song-Modus. Und ich sehe jetzt schon hier, dass im Endeffekt hier alles komplett leer ist und um jetzt quasi die erste Szene oder dieses erste Element, die erste Sektion hier reinzukriegen, gehe ich auf Create. Und da habe jetzt hier Position 1 und Scene None. Und hier kann ich jetzt zum Beispiel ja unsere 6 Szenen, die ich da angelegt hatte, kann ich hier einfach auf Scene gehen. Und da habe jetzt hier Scene 1 stehen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel die Länge von dieser Scene einstellen, indem ich sage 2 Bars zum Beispiel. Und ich will die 2 Bars haben. Und dann kann ich hier oben direkt weitergehen mit Create. Und habe dann eine Position 2. In die Position 2 kommt dann unsere Scene 2 rein. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Scene 2 doppelt haben will, dann kann ich jetzt hier nochmal sagen Create. Mache dann zum Beispiel zweimal die Scene 2 rein. Also dass ich dann quasi zweimal diesen Basic Verse habe. Kann dann auf Verse 1 springen, die auch für 4 Bars in dem Fall spielen. Und so kann ich dann langsam mein Arrangement aufbauen. Genau, Shift Save immer mal wieder speichern ist nicht schlecht auf jeden Fall. Und ich kann jetzt hier über Create mir an die vierte Position jetzt sagen, okay, da will ich jetzt Scene 3 haben. An die fünfte Position will ich auch nochmal ein Scene 3 haben. Create an die sechste Position will ich ein Scene 4 haben. Create und an die siebte Position will ich jetzt Scene 5 haben, unseren Pre-Chorus. Und dann will ich zum Beispiel an die achte Position meinen Chorus haben. Und den will ich dann auch 2 Bars abspielen. So, und so habe ich mir jetzt hier oben schon meine Szenen quasi aufgebaut.
Genau, und sehe eigentlich hier schon den Aufbau meiner Szene. Also ich habe jetzt hier Scene 1, Scene 2 zweimal, Scene 3 zweimal, Scene 4, Scene 5 und gehe dann quasi in den Chorus rüber. Wir können ja jetzt hier durch unsere Timeline springen, wie wir jetzt hier oben sehen. Und wenn ich jetzt will, dass zum Beispiel mein Lied komplett von Anfang anfängt und nicht beim ersten, ja, in der ersten Sektion immer aufhört, dann muss ich hier natürlich das Looping wieder wegnehmen und dann spielt er mir quasi das ganze Lied wieder von der Stelle ab. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier auf den ersten wieder. Jetzt hören wir uns mal den Beat an. So, und so wird es jetzt eigentlich im Chorus dann vollends weitergehen und weiterspielen. Was uns jetzt hier im Endeffekt mal an die Funktionalität bringt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel an irgendeiner Stelle sagen wollte, ja, da will ich jetzt aber irgendein Element jetzt hier rausmaskieren oder rausnehmen. Dann kann ich jetzt hier zum Beispiel auswählen und ich sage, ich will hier dieses Pattern mit den Drums, das will ich ein bisschen anders haben oder gekürzt haben. Kann ich jetzt hier zum Beispiel sagen, Clip. Genau, und habe jetzt hier an der Stelle zum Beispiel einen Clip. Und habe jetzt an der Stelle diesen Sound komplett ausmaskiert, der da jetzt drunter gewesen wäre. Und diese Clips kann ich jetzt im Endeffekt, wenn ich jetzt hier auf Clip gehe, da kann ich zum Beispiel hier die Länge von dem Clip kann ich abändern, wenn ich jetzt in die nächste Gruppe gehe, kann ich dann den hier auch verkürzen und dann ist mal kurz der Sound ganz weg. Das heißt, wenn wir mal wieder auf Restart gehen, und so konnten wir das jetzt hier zum Beispiel an der Stelle ausmaskieren und wie wir jetzt auch schon in der Songstruktur gesehen haben, wenn wir jetzt hier auf Section gehen, dann sieht man halt hier auch, dass hier nicht mehr Pattern 2 oder Pattern 3 steht, sondern halt Clip 1 an der Stelle. Genau, wir können jetzt hier zum Beispiel auch Gruppe E auch noch was machen, indem wir zum Beispiel sagen Gruppe E und da können wir jetzt irgendeinen Sound uns reinladen, was wir wollen und können dann zum Beispiel diesen Clip an einer ganz anderen Stelle uns ja hinplatzieren. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal auf Pad gehe und gehe auf Gruppe D, da hatte ich diesen Rev Crash. Gehe jetzt auf Duplicate, wähle diesen Sound aus, gehe jetzt auf Gruppe E und habe jetzt hier den Sound reinkopiert. Das heißt, wenn ich jetzt hier das Ding abspielen will, dann habe ich es jetzt hier drin. Warum habe ich das gemacht? Weil ich das jetzt wiederum nutzen will. In unserer Songstruktur kann ich ja jetzt einfach auch sagen Clip und Create Clip zum Beispiel. Da kann ich jetzt auch die Länge von dem Clip eingeben. Ja, vielleicht mal auf 4 Bars gemacht. Ich kann jetzt hier zum Beispiel diesen Clip auch nehmen und die Startposition zum Beispiel abändern. Und könnte jetzt zum Beispiel sagen, dass ich das hier hinten haben wollte. Jetzt spielen wir mal gerade den Beat ab. So, das wäre quasi der Übergang von meinem Pre-Chorus, wäre das jetzt quasi der Übergang in den Chorus. Und an der Stelle will ich einfach in diesem Clip mir nachher diesen Sound aufnehmen. Das heißt, wir gehen jetzt mal wieder zurück. Scene. Und wenn ich jetzt hier gleichzeitig auf Record drücke, habe jetzt quasi auch wiederum
in diesen Clip quasi diese verschiedenen Noten aufgenommen. Die ersten hat er jetzt gar nicht aufgenommen, weil die nicht innerhalb diesem Clip sich bewegt haben. Das heißt, ich habe jetzt hier im Endeffekt ganz viele Patterns, aber nur ein Clip. Weil der Clip nur genau an dieser Stelle war. Das ist eigentlich das Geile an der Stelle. Also ich kann jetzt auch wieder in die Gruppe zurückgehen, in die Patterns. Und wenn ich jetzt hier den Clip-Modus deaktiviere, dann muss ich kurz wieder auf Section schalten. Ich gehe jetzt auf Pattern zum Beispiel und habe jetzt ja hier meine Patterns, die ich da eingespielt habe. Die kann ich jetzt alle auch wiederum löschen. Und wenn ich jetzt wiederum auf Shift Select Clip, habe ich jetzt natürlich hier meinen Clip drin. Und hier in der Timeline habe ich auch tatsächlich nur diesen einen Clip drin. Und wenn ich das jetzt wiederum abspielen will, ich gehe jetzt hier auf Szene, so hier zum Beispiel. Und da kommt jetzt ein bisschen verzögert und spät. Das heißt, wenn ich diesen Clip jetzt wiederum verschieben will, dann wähle ich mir den aus und verschiebe den einfach. Also wenn ich zum Beispiel diesen Sound in diesem Clip nochmal verschieben wollte, dann kann ich jetzt hier über Shift Pattern, bin ich jetzt im Clip selber drin wieder und könnte jetzt sagen Event Select All. Also kann jetzt hier dann relativ fein wieder verschieben. Ich hoffe, ich konnte jetzt bei dem einen oder anderen Teil mit Maschine Plus helfen. Test gerne auch wieder in die Kommentare reinschreiben, wenn irgendwas dir noch fehlt oder irgendwas noch ein bisschen näher beleuchtet werden soll, dann steige ich da auch gerne noch tiefer ein in die Materie. Bis jetzt habe ich auch noch nicht so viel Möglichkeit gehabt, das jetzt tatsächlich mit diesem Clips-Mode noch mehr zu verfeinern. So die Basic-Sachen, finde ich, gehen schon ganz schnell. Ich denke auch, dass Native Instruments nach und nach auch den Workflow so ein bisschen nochmal schärfen wird, weil es dann doch hier mit Sections und Scenes und Song und so weiter sich vielleicht nicht ganz so intuitiv anfühlt. Ich glaube, man muss einfach in die Denke so ein bisschen dahinter steigen, dann geht es eigentlich relativ gut und relativ fix. Werd mir aber auf jeden Fall noch Mühe geben, noch ein bisschen tiefer da reinzugehen, um euch auch noch mehr dann zeigen zu können. Das war's schon wieder mit der heutigen Episode, Leute. Ich hoffe, ich konnte dir helfen, Tess oder T-E-Doppel-S-S, wie du geschrieben wirst. Falls noch Fragen offen sind, gerne in die Kommentare reinschreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, Leute, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, Leute, und drückt auch auf die Glocke, damit ihr beim nächsten Video, das ich hochlade, auch benachrichtigt werdet. Ansonsten weiterhin viel Spaß bei der Musikproduktion und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bleibt gesund, Leute. Bis bald. Ciao.